schönste Alpenbahn. Die Albula-Linie, Tunnels und Brücken. Der Landwasserviadukt im Roten Kleid. Im Mai auf dem Bernina Pass, Schnee und Eis. Und in Swissmade, Albula Miniatur. Die kleine Rote oder Zräti Spänli heißt sie im Volksmund. Das Diminutiv drückt die Sympathie aus, die der Bündner gemeinhin für seine rätische Bahn hegt. Doch Bescheidenheit ist fehl am Platz. 2008 verlieh die UNESCO der Albula und der Bernina-Linie der RHB den Status als Weltkulturerbe. Der Bau des Gotthardtunnels und seine Eröffnung 1882 begrub zwar die Hoffnung des Gebirgskantons Graubünden auf eine direkte Bahnverbindung mit Italien, nicht aber den Tatendrang. Innerhalb 25 Jahren wurde ein 375 Kilometer langes Schmalspurbahnnetz aus dem Boden gestampft, dessen Herzstücke die Albula-Linie von Tusis nach St. Moritz und die Bernina-Bahn von St. Moritz nach Tirano sind. Die Albula-Linie überwindet zwischen Tusis und Breda eine Höhendifferenz von 1200 Metern und der 5,8 Kilometer lange Albula-Tunnel stellte erstmals eine wintersichere Verbindung ins Engadin her. In Tusis verliert die Landschaft die Lieblichkeit des Domleschgs. Zwei Schluchten versperren den Weg nach Süden, die Via Mala und der Schien. Um in der Schienschlucht in Solis die Albula zu überqueren, schufen die Bahnpioniere ein erstes Meisterwerk, den Soliser oder Bachtobel-Viadukt. Nur 20 Meter hoch zwar, doch seine Pfeiler sind auf zwei Felsköpfen abgestützt. Die Albula fließt fast 100 Meter tiefer. Wenig später fährt die Bahn am karolingischen Klosterkirchlein Michsteil aus dem 9. Jahrhundert vorbei, einer der ältesten noch erhaltenen Sakralbauten der Schweiz. Nach der Schienschlucht öffnet sich das untere Albulatal mit sanft in die Landschaft eingebetteten Dörfern Tiefenkastel, Surava, Alverneubad. Dann folgt der nächste Höhepunkt, der berühmte Landwasserviadukt. Weil er saniert wird, ist er von einem Gerüst umgeben und publikumswirksam ganz in Rot gekleidet. Der Landwasserviadukt markiert den Beginn einer abenteuerlichen, aber höchst effizienten Linienführung, mit der die Rätische Bahn die nächsten 1000 Höhenmeter bis zum Albula-Tunnel überwindet. Die Züge fahren vom Viadukt direkt in eine senkrechte Felswand in einen Tunnel. Sind die Kühnheit und die bauliche Qualität der über 100 Jahre alten Bauwerke schon erstaunlich genug, so erweckt die logistische Leistung bei dem heute für die Kunstbauten zuständigen Ingenieur noch größere Bewunderung. Die Hauptsache war ja, dass sie die Albula-Linie rund 80 Kilometer innerhalb von 3-4 Jahren gebaut haben. Es würde heute ebenfalls nicht schneller funktionieren. Es waren viel mehr Leute im Einsatz gegenüber Maschinen. Heute ist das Verhältnis umgekehrt. Aber das war schon die Herausforderung, diese großen Materialmengen zu platzieren, umzusetzen und dann den Inbetriebnahmetermin einer solchen Bahnlinie zu halten. Das war die große Herausforderung von Anfang 1900. Insgesamt waren ab 1898 4000 Arbeiter beschäftigt, davon 3000 aus dem Ausland, vorwiegend aus Italien. Sie sorgten dafür, dass schon 1903 die ersten von Dampflokomotiven gezogenen Züge die Strecke ins Engadin befahren konnten. Ein offener Lift bringt die Arbeiter auf die 65 Meter Höhe gelegene Baustelle. Veranschlagte man damals die Kosten für den Landwasserviadukt auf 280.000 Franken, kostet die heutige Sanierung allein 4,6 Millionen. Am Mauerwerk sind nur kosmetische Eingriffe nötig, denn die Bausubstanz ist auch nach über 100 Jahren noch hervorragend. Eigentlich müssten nur die Gleise ersetzt werden. Doch angesichts des ohnehin gewaltigen Aufwands bettet man diese in eine Betonwanne ein, in der das Wasser kontrolliert abfließen kann. Aber man achtet auch auf denkmalschützerische Aspekte. Die Authentizität der RAB-Viadukte sind der obere Brückenabschluss. Der besteht aus den Granitabdeckplatten, aus der Vormauerung und aus den Konsolsteinen.
Und diese drei Bestandteile, die müssen nach der Instandsetzung wieder in analoger Form vorhanden sein. Das ist die größte Herausforderung und das ist auch der größte Aufwand, den wir so betreiben. Der Laie wird nach der Instandsetzung nicht sehen, dass sich etwas verändert hat, außer dass die Brücke etwas heller aussehen wird. Die Sanierung des Landwasserviadukts erfordert auch heutzutage große logistische Anstrengungen. Die Lokomotivführer müssen das Tempo auf 10 Stundenkilometer drosseln. Wegen des Stundentaktfahrplans, der gelegentlichen Güterzüge und der diversen Extrazüge des Glacier Express rollen täglich rund 60 Zugskompositionen über die Brücke. Seit der Inbetriebnahme sind es 1,7 Millionen Züge. Die Gäste in den nostalgischen Speisewagen fühlen sich in frühere Zeiten zurückversetzt. Hier wird noch weiß gedeckt und nobel getafelt. Das Menü bereitet in der engen Küche ein Koch noch eigenhändig zu. Und die Kellnerin beherrscht die traditionsreiche RHB-Kunst des Schnapseinschenkens in schaukelnden Kurven. Madame, bitte schön. Zum Wohl miteinander. Danke schön. Von Filisur nach Bergün überwindet die Albula-Bahn in einer ersten Steilstufe 500 Höhenmeter. Die Strecke ist gespickt mit Tunnels und Brücken über wilde Bäche. Zum Beispiel über das Stulsertubbel. Zu Hause fühlt sich hier der Lokomotivführer Angelo Fliesch. Er ist hier aufgewachsen, als Sohn des Bahnhofsvorstandes der Station Stulz. Die Strecke von Filisur nach Bergün ist 12 Kilometer lang. Man kombinierte die Notwendigkeit einer Kreuzungsstelle mit den Bedürfnissen des 300 Meter höher gelegenen Dörfchens Stulz und stellte einen Bahnhof in die Einsamkeit. Angelo Fliesch denkt gern zurück an seine Kindheit in der Abgeschiedenheit des kleinen Bahnhofs und an die zuweilen abenteuerlichen Umstände. Ich bin hier geboren, am 4. März. Und dann musste der Vater halt am Morgen früh anrufen, der Hebamme. Du hast mir natürlich nicht auf die Hause ins Spital oder so, da sind die Leute zu Hause auf die Welt gekommen. Und dann sind sie durch der Hebamme berichtet, sie soll rauskommen. Und dann ist sie auf der Bahnhof zu Bergün und dann sind sie mit der Dresine rausgekommen. Heute sagt man Schienenwelle oder Dresine. Und dann ist sie rausgekommen, da halt im März. Es war natürlich sehr auch kalt gewesen noch, aber auf alle Fälle bin ich auf die Welt gekommen und lebe heute noch. Die Station Stulz ist heute nur noch eine fernbediente Kreuzungsstelle, wo kein Zug mehr fahrplanmäßig hält. Doch bis in die 70er Jahre war es für die Bewohner des Bergdörfchens Stulz ein wichtiges Bindeglied zur Außenwelt. Wo wir da sind, am Anfang ist natürlich der Verkehr mit den Tieren, also wenn sie auf dem Markt sind, alles da runter auf die Station. Und dann hat der Vater das natürlich bedient. Und dann ist der Güterzug gekommen, dann haben wir das Vieh eingeladen oder ausgeladen. Die Backwagen sind manchmal ein Tier drin, Geissen oder Schafe oder was denn auch für das Dorf. Und auch die Leute, wenn sie auf dem Markt sind, auf die Hausis runter, die sind natürlich alle da runtergekommen und haben den Billett gelöst. Da sind sie sehr gekommen, also vor allem da das Tätig Konrad. Die hat man eigentlich auch noch gut gekannt. Ist denn, wenn sie dann nach oben runtergelaufen ist, hat sie dann weit im Wald oben. Sie ist schon gerufen, Angelin, bald in der Zug, ich komme dann auch noch. Und später, als die Geschwister Fliesch in Bergün gelegentlich den letzten Bummelzug verpasst hatten, nahm man den Weg über das Bahntrassé unter die Füße. Einmal mit fast fatalen Folgen. Die Schwester, meine und der Bruder und ich sind ins Tunnel rein. Und das Tunnel hat halt keine Nischen, das ist 74 Meter lang. Und wo wir drin waren, mit dem Tunnel, ist halt der Zug gekommen, der Schnellzug unten rauf. Und wir nichts anderes gewusst, als abliegen auf der Seite auf dem Gleis und eine Kinette drinnen abgelegen und den Rucksack über den Kopf gezogen. Und der Zug ist vorbei. So sind wir im Leben davon gekommen. Aber das war knapp für alle drei. Die zwei Wohnhäuser in Stulz Station werden heute nur noch als Feriendomizil genutzt.
Ziegen, Schafe und Hühner wie zu Angelo Fliesch's Zeiten gibt es hier keine mehr. Und anreisen muss man mit dem Auto. Die wilde und enge Schlucht des Bergünersteins überwindet die Albula-Linie mit zwei Tunnels. Dann erreicht man Bergün. Angelo Fliesch hat hier die Schulen besucht und miterlebt, wie die noch vor 50 Jahren allgegenwärtige rätoromanische Sprache auch wegen der Erschließung durch die Eisenbahn immer mehr unter Druck geriet und heute nur noch als Zweitsprache unterrichtet wird. Andererseits garantiert ein Vertrag aus den Gründerjahren, dass hier bis heute jeder Zug hält. Ein nicht unerheblicher Faktor im Kampf um Touristen. Bergün soll das touristische Zentrum des Weltkulturerbes Albula-Linie werden. Der Glacier-Express, der die Top-Destinationen Zermatt und St. Moritz mit Panoramawagen verbindet, ist ein touristischer Renner. Und im Winter transportieren Züge im Stundentakt Schlittler von Bergün nach Preda, wenn die Passstraße zur Rodelbahn umfunktioniert wird. Die Strecke Bergün-Preda ist auch bahntechnisch das Herzstück der Albula-Linie. Beginnend mit den beiden Kehrtunnels oberhalb des Dorfes und den drei Spiraltunnels weiter oben. Auf dem Bahnlehrpfad kann der Ferrophile alle technischen Wunderwerke hautnah miterleben und sich an der tosenden Albula erfreuen, deren Zähmung durch ein Kraftwerk von den Einheimischen trotz lockender Einnahmen abgelehnt worden ist. Die Bahnlinie und ihre Einbettung in die Landschaft ist schließlich Bestandteil des Naturparks Park Ela und mit dem Label Weltkulturerbe der UNESCO ein wesentliches Vermarktungsinstrument. Dieser Streckenteil weist mit 35 Promille die größte Steigung auf. Lange Zeit mussten den schweren Zügen deshalb zwei Lokomotiven vorgespannt werden. Nicht nur zur Dampflokzeit, sondern auch lange nach der Elektrifizierung 1919 mit einem 11.000 Volt Wechselstromnetz. Denn die Rätische Bahn hat immer auch Güter transportiert, auch wenn heute die touristische Nutzung im Vordergrund steht. Preda mit dem vorgelagerten Weiler Naz war ursprünglich eine Mainsäßsiedlung, in der die Bauern Bergüns ihr Bergheu lagerten und im Frühling verfütterten. Während einer kurzen Zeit in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlangte es sogar eine gewisse Bedeutung, als Postkutschen im Sommer über den Albula-Pass fuhren. Heute wohnt nur noch die Familie des Hoteliers während des ganzen Jahres hier. Während des Baus des Albula-Tunnels waren es bis zu 500 Einwohner. In nur drei Jahren bohrten, sprengten und durchschlugen sie die 5,8 Kilometer Fels, die das Albula-Tal vom Engadin trennten. Ein entbehrungsreiches, hartes Leben in 1800 Metern Höhe, abseits der gängigen Vergnügungen. Obwohl in Preda ein kleines Wasserkraftwerk elektrische Energie lieferte, waren die technischen Mittel beschränkt und der Bau forderte 16 Todesopfer. Musik
1902 war der Tunnel durchschlagen. Ein Jahr später konnte die neue alpenquerende Zugsverbindung eröffnet und gefeiert werden. Die Bahn reduzierte die Reisezeit von Chur ins Engadin um 3/4 auf gut 4 Stunden. Damit gewann Graubünden nicht nur einige Bedeutung im Transitverkehr zurück, die es 25 Jahre zuvor an den Gotthard verloren hatte, die neue Bahn öffnete auch dem Wirtschaftszweig die Tür, der heute für den Gebirgskanton von zentraler Bedeutung ist, dem Tourismus. Das gilt besonders für das Oberengadin. Neben der landschaftlichen Schönheit des Hochtales war es vor allem die verkehrstechnische Erschließung, die nach dem Ersten Weltkrieg zum Aufschwung, ja zum Boom des Wintertourismus führte. St. Moritz wäre wohl nie das St. Moritz geworden, das es heute ist, ohne die Visionen, den Wagemut und die Tatkraft der damaligen Pioniere wie den beiden Bündner Ingenieuren Richard Lanica und Simon Bavier, den holländischen Financier William Jan Holzbuhr und den Planer und Oberbauleiter der Albula-Linie Professor Friedrich Hennings. Mit dem Erreichen von St. Moritz war die Bahneuphorie keineswegs erschöpft. Für die Verbindung über den Berniner Pass nach Italien setzte man gleich auf Elektrizität statt Dampf. Schon 1910 konnte die Berniner Bahn von St. Moritz nach Tirano ihren Betrieb aufnehmen. Und sie fährt bis heute mit dem damals gewählten Elektrosystem von 1000 Volt Gleichstrom. Der Run auf den Berniner Express nimmt stetig zu. Im Sommer locken Panoramawagen, an warmen Tagen sogar offene, die Touristen in Scharen zu den Ausgangsbahnhöfen St. Moritz und Pontresina. Und sie bekommen während 3 Stunden ein besonderes Naturerlebnis zu sehen. Angefangen vom 1800 Meter hochgelegenen Engadin über den 2200 Meter hohen Berniner Pass bis ins italienische Städtchen Tirano auf 400 Metern. Vom ewigen Schnee des Berniner Massivs ins palmenbestückte Weinbaugebiet des Veltlins. So schnell wie auf dem einzigen geraden Stück der ganzen Strecke vor der Haltestelle Morteracci, nämlich 60 Stundenkilometer, fährt die Berniner Bahn bis an den Bestimmungsort nie mehr. Doch dann bremst sie ab. Links und rechts des Tracés liegen Plastiksäcke mit Schrauben und Federn, Schwellen und neue Schienen. Und dann ist der Schotter unter den Schienen plötzlich sauber. Hier wurde ein neues Gleise verlegt. Verantwortlich für die Infrastruktur der Berniner Bahn ist Bahnmeister Stefano Crameri, links. Hier erörtert er gerade die für die nächste Gleiserneuerung vor Pontresina erwarteten Probleme. Von Beruf eigentlich Schreiner, hat ihn die Familientradition zur Rätischen Bahn verschlagen. Die Begeisterung für die Eisenbahn kommt vom Vater. Er war in Poschiavo Leitungsmonteur bei der Rätischen Bahn und er hat mich ermuntert, mich bei der Rätischen Bahn zu bewerben. Am Abend gegen 21 Uhr, wenn der letzte Zug vorbeigefahren ist, erwacht die tagsüber tote Baustelle zu neuem Leben. Rund 25 Arbeiter ersetzen pro Nacht 150 Meter Gleise. Das bisherige wird abgetrennt und mit roher Maschinenkraft entfernt. Von Stefano Crameris Team sind nur wenige dabei. Die Baumaschinen und die Arbeiter gehören zu einer spezialisierten Gleisbaufirma. Bis zum Morgengrauen muss das herausgerissene Stück ersetzt sein. Das ist der Vorteil von spezialisierten Arbeitern. Ich kenne sie zum Teil schon seit 15 Jahren. Sie haben Erfahrung und Routine. Jeder weiß, was er zu tun hat. Das ist wichtig, auch in Bezug auf die Sicherheit. Ruhig, fast wortlos, aber sehr schnell verschieben sie Gleise, verteilen Schwellen, befestigen Federn, ziehen Schrauben an.
Dieser Streckenabschnitt ist vor über 30 Jahren zum letzten Mal saniert worden. Aber die Notwendigkeit für die Erneuerung ergibt sich aus verschiedenen Gründen. Das hängt von der Frequenz und dem Gewicht der Züge ab, aber natürlich auch vom Ort. Auf einer Steilstrecke mit einem Gefälle von 70 Promille und einem Kurvenradius von 45 Metern ist der Verschleiß natürlich viel höher als anderswo. Bei der heutigen Frequenz heißt das in einem solchen Fall, dass die Gleise alle 12, 13 Jahre ersetzt werden müssen. An einem solchen Ort, ohne störende Einflüsse wie Bäume oder Wasser, überleben Gleise, Schwellen und Schotter auch 30 oder mehr Jahre. Nicht nur die Gleise, auch die Schottersteine zeigen Verschleißerscheinungen. Weil die Reibung abnimmt, verliert schmieriger Schotter seine Stabilität. Ab Mitternacht ist die Schottermaschine im Einsatz. Sie entfernt den Schotter unter den neuen Gleisen, reinigt ihn in einer Waschstraße und spuckt die sauberen Steine wieder auf das Tracee. Eine weitere Einheit des Bauzugs klopft sie wieder fest. Wenn alles glatt geht, kommen die Arbeiter ins Bett, noch bevor der Morgen graut. Wenn am nächsten Tag die Touristen wieder Richtung Morteratsch rollen, könnten sie auf einem Abstellgleis die gelben Wagen des Bauzugs sehen. Aber die meisten haben nur Augen und Kameras für die Naturschönheiten. Und davon gibt es eine ganze Menge. Zum Beispiel den Morteratsch-Gletscher mit seinem milchigen Flatz. Oder den tosenden Wasserfall des glasklaren Berniner Baches, den sogar der Lokomotivführer jedes Mal aufs Neue bewundert. Überrascht wird er von diesem Anblick allerdings nicht mehr. Ganz im Gegensatz zu den meisten Touristen, die zum ersten Mal die Strecke befahren. Die Kreuzung Straße-Bahn unterhalb Berniner Suet. Die geschlossene Bahnschranke gibt auch den Straßenbenutzern die Gelegenheit, die Kamera zu zücken und die einmalige Kulisse des schneeweißen Berniner Massivs mit der knallroten Berniner Bahn zu kombinieren. Dann ist die Baumgrenze erreicht. Von nun an überwindet die Berniner Bahn Steigungen und Gefälle von bis zu 70 Promille, was sie zur weltweit steilsten Eisenbahn ohne Zahnradhilfe macht. Bei schlechten Wetterverhältnissen können die Räder der Antriebswagen bis zu einem Drittel durchdrehen. An exponierten Stellen schützen Galerien das Tracee. Ob sich die Ingenieure hier wohl die Werke von Kirchenarchitekten zum Vorbild genommen haben? Kurz vor der Passhöhe auf dem Berniner der Leinair, der Schwarze See. Sein Wasser fließt nordwärts in den Inn, dann in die Donau und ins Schwarze Meer. Nur wenige Meter höher der Lago Bianco, der Weiße See. Dessen Wasser fließt nach Süden, nach Italien und ins Adriatische Meer. Eine klassische Wasserscheide. In dieser exponierten Lage des Berniner Passes spielt das Wetter, vor allem im Winter, oft verrückt.
und stellt die Räumungsequipen von Stefano Crameri vor große Probleme. Denn die Bernina Bahn ist die Lebensader für das Puschlav. Dal 2000-2001 è stato il primo inverno che ero caposquadra, ho potuto assistere a nevicate. Im Jahr 2001, meinem ersten Jahr als Vorarbeiter, habe ich erlebt, dass insgesamt 24 Meter Neuschnee gefallen sind. Und auch im letzten langen und harten Winter hatten wir 17 bis 18 Meter Neuschnee. Das ergibt Schneemauern von über 5 Metern Höhe. Certi posti dei muri di neve fino e sopra 5 metri, 5 metri e mezzo di neve. Diese Aufnahmen entstanden Ende Mai, nur zwei Wochen vor dem vorher gezeigten. Das Eis des Lago Bianco ist erst am Schmelzen. Doch die Bahnstrecke über den Pass ist praktisch durchgehend geöffnet. Und bei schweren Schneefällen und Lawinengefahr auch dann passierbar, wenn die Straße gesperrt bleibt. Das Problem sind nicht nur die Schneemengen, sondern die windbedingten Anhäufungen. Wenn es schneit, schneit es auch in Sameden und Pontresina. Aber der Abschnitt Lag Alb-Alb-Grüm ist eine andere Welt. Hier werden große Schneemengen vom Wind verfrachtet und verursachen immer wieder Probleme bei der Schneeräumung. Vor allem deshalb haben die Erbauer neben Tunnels die Galerien eingeplant, die das Trassé vor Lawinen und Schneeverwehungen schützen. Und eine andere Linie gewählt, als die natürlich vorgegebene, der die Passstraße folgt. Der Tourist merkt kaum etwas davon, bevor er an dem Punkt ankommt, der nur mit der Bahn erreichbar ist, Alb-Grüm. Hierher, hoch über dem Stausee von Gavalia, führt keine Straße. Doch gerade deshalb und weil die Aussicht atemberaubend ist, sind das kleine Hotel und die wenigen Hütten beliebte Ausflugsziele für Wanderer und Bahnfreaks. Von der berühmten Kurve Ausgangs Alb-Grüm sieht der kundige Bahnfahrer, der auf der linken Fensterseite sitzt, zum ersten Mal auch den 1000 Meter tiefer gelegenen Lago di Poschiavo. Der Lokführer muss hier kräftig bremsen, denn die Spur führt nicht nur 70 Promille steil, sondern auch kurvenreich und exponiert in die Tiefe. Die engen Kurvenradien von minimal 45 Metern erfordern speziell kurze Wagen, die nur auf dieser Linie eingesetzt werden. Endlich erreicht der Zug Poschiavo, den Hauptort des Tales auf einer Höhe von 1000 Metern über Meer, wo er wieder auf die Bernina Passstraße trifft. Buchstäblich. Denn in Leprese teilen sich die beiden das Trassé. Am unteren Ende des Lago di Poschiavo liegt Miralago, Seeblick. Der aus wenigen Häusern bestehende Weiler hieß früher Meschino, kümmerlich, weil in den Wintermonaten kein Sonnenstrahl bis hierher dringt. In den 60er Jahren setzten die Bewohner eine Namensänderung durch. Der Besucherstrom soll seither merklich zugenommen haben. Bis nach Tirano geht es nochmals 600 Meter in die Tiefe. Unter anderem über ein weiteres Unikum der Bahnarchitektur, den Spiralviadukt von Brusio. Der Zug vollführt hier auf offener Strecke eine Drehung von über 360 Grad.
Endlich, nach 2,5 Stunden Fahrzeit, erreicht der Bernina Express Tirano im Veltlin. Das ist schon in Italien. Das Veltlin gehörte lange zum Grauen Bund, also sozusagen zum späteren Kanton Graubünden. Noch heute gilt der Veltliner den Bündnern als einheimischer Wein. In den religionsbedingten Bündner Wirren wechselte das Veltlin dann mehrmals vom katholischen ins reformierte Lager und wieder zurück, bevor es vom Wiener Kongress 1815 Italien zugeschlagen wurde. Aber das ist eine andere, eher dunkle Geschichte. Sie sahen die schönste Alpenbahn. Albula Miniatur, gleich in Swissmade. Eisenbahnstrecke Bergün-Breda. Hier verkehren ältere Lokomotiven mit museumsreifen Güterwaggons neben den modernsten RHB-Zugskompositionen. Marco Gadisch, Dorfbäcker und Hobbymusiker, ist heute der Bahnchef, Lokführer und Bahnhofsvorstand in Personalunion. Er ist einer jener Enthusiasten, die nach einem gründlichen Einführungskurs die Modelleisenbahnanlage des Vereins Bahnmuseum in Betrieb nehmen dürfen, auf der alle Tunnels, Brücken und Viadukte maßstabgetreu und die Landschaft in großen Teilen nachgebildet sind. Er muss immer wieder staunen, wie viele Bahnfans aus aller Welt nach Bergün kommen. Nicht nur, um die Originalschauplätze zu besuchen, sondern auch diese Anlage. Viele von ihnen haben sogar selbst eine Albula-Bahnlinie zu Hause. Aus Deutschland, aus England kommen sie. Und bei mir sind sie an Weihnachten immer aus. Einen aus Australien. All Weihnachten ist der auch gekommen. Und wenn ich gesehen habe, am Abend schaue, habe ich fast einen Horror gekriegt. Denn ich wusste, wenn ich jetzt alles zugemacht, das Museum, dann muss man rausstehen mit dem vor dem Haus und ich gefroren wie ein Schlosshund. Und er hat angefangen, Fragen und Fragen über die Bahn. Und hat dann immer erzählt, er gibt jedes Jahr 1'000 Franken aus, um wieder etwas anzuschaffen für seine Bahn in Australien. Die Modelleisenbahnanlage ist im Bergüner Dorfmuseum untergebracht, einem traditionellen Engadiner Bauernhaus. Reich bestückt mit alten Gebrauchsgegenständen aus Küche, Feld und Stall. Dem Verein Bahnmuseum gehört, neben einigen Modellraritäten, auch ein veritables RHB-Krokodil, das vor dem ehemaligen Zeughaus neben dem Bahnhof aufgestellt ist. In diesem Gebäude soll in ferner Zukunft ein eigentliches Eisenbahnmuseum entstehen, zu dessen Prunkstücken natürlich auch die Modellanlage gehören wird. Heute drängen im Dorfmuseum bei den öffentlichen Vorführungen zweimal pro Woche die Besucher in den obersten Stock, wo sie sich auf engstem Raum gegenseitig auf die Füße treten und die Sicht versperren. Dieses Mal hat Walter Sommerdienst. Er weiß, wovon er spricht, denn er war viele Jahre lang Bahnhofsvorstand von Bergün. Auch er ist immer wieder vom Andrang überrascht. Wir haben Eisenbahnfreunde aus der ganzen Welt, kann man sagen. Da kommen Eisenbahnvereine. Zum Beispiel waren letztes Jahr von Schweden da, von Holland sind immer da. Und die sind recht aktiv, auch RHB-Fans. Die wissen dann meistens noch mehr als wir.
Und dann natürlich die Kinder, die wollen dann immer das Krokodil und die Dampflok oder Bernina Express, Glacis Express, die kennen das sofort. Das ist also ein breites Spektrum. Die Sentimental Journey spricht alle Altersklassen und Bildungsgrade an. Und alle sind traurig, wenn der Zug im Albula-Tunnel verschwindet. Aber er kommt, im Gegensatz zur Realität, schon bald in der Gegenrichtung wieder zum Vorschein.